Herzlichen Glückwunsch zum sehr deutlichen Sieg. Der war so ja nicht unbedingt zu erwarten. Und die Mannschaft, denke ich, hat sich für die 1:2 Niederlage in Lützelwewelsbach heute eindrucksvoll rehabilitiert. Definitiv, ja. Was heißt nicht zu erwarten? Also klar hat uns das ein bisschen zurückgeworfen jetzt am Wochenende. Haben das vielleicht der eine oder andere vielleicht doch auf die leichte Schulter genommen. Aber auch hier in der Liga sieht man, dass es die Mannschaften sich da hinten reinstellen auf Konter spielen gegen uns. Klar, das wir müssen jeden Gegner so nehmen, wie er kommt und müssen das Beste draus machen. Und haben jetzt eindrucksvoll bewiesen, dass wir wieder zurück in der Spur sind und dass wir unsere Serie wieder weiter fortführen wollen. Ja, erste Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen und zweite Halbzeit haben wir uns da ordentlich durchgesetzt. Die weitere Zielsetzung kann jetzt bis zur Winterpause nur lauten, irgendwo dem SV Münster an der Tabellenspitze natürlich nochmal gefährlich zu werden. Oder sehe ich das falsch? Ja, prinzipiell ist mir der SV Münster egal. Also wir gucken da nach uns. Wir haben gesagt, wir gucken Spiel zu Spiel, Spiel zu Spiel und wollen jedes Mal einen Dreier setzen. Ja, die Art und Weise hat mir heute gut gefallen und was Münster macht, ist mir egal. Gut, dann erstmal vielen Dank, weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Steffen. Dankeschön. Wie sieht denn der Spielertrainer der Dieburger das heute? Ganz klar muss man sagen, dass Babenhausen schon ein Tick besser war. Die waren bissiger, spritziger, haben diesen Tick mehr gewollt und von daher ist, muss man schon sagen, es verdiente Sieg für Babenhausen. Erste Halbzeit gebe ich dir ja recht. Die zweite Halbzeit hat man deutlich gesehen, dass ihr da nochmal dran wolltet. Ihr lagt 1:0 hinten und dann habt ihr doch schon nochmal ein bisschen druckvoller und auch aggressiver gespielt. Das sah ja eigentlich nicht so schlecht aus. Allerdings hat mich ein bisschen enttäuscht, dass ihr wirklich lediglich aus der Distanz so 3-4 Versuche hattet. So richtig entscheiden konntet ihr euch im Sturmspiel nicht durchsetzen. Warum? Das ist ganz klar richtig, ja, auf jeden Fall. Es hat einfach so der letzte Tick, die Überzeugung auch gefehlt. Auch dieses Umschalten nach vorne und Babenhausen muss ich allerdings sagen, die haben es auch wirklich sehr, sehr stark gemacht, sehr, sehr gut gestanden und haben es uns wirklich sehr, sehr schwierig gemacht und man muss einfach sagen, absolut verdient. Das ist eine sehr faire Geste. Wie sehen die Ziele jetzt von der Hassia bis zur Winterpause aus? Gut, der Herr Schroth hat es ja eben schon angesprochen, also schon gesagt, wir denken auch von Spiel zu Spiel und jetzt haben wir Siegenhofen, da hoffen wir, dass wir die 3 Punkte holen, also das ist Pflicht, ganz klar. Und wir denken wirklich von Spiel zu Spiel. Nächste Woche kommen wir wieder, am Sonntag kommen wir wieder zurück. Und dann passt es schon. Vielen Dank, dann weiterhin auch für den SC Hassia. Alles Gute. Dankeschön.